Ich würde mal sagen, du bist top vorbereitet. Nee, ich hatte zwei ganze Stacks Fackeln dabei. Aber der Höhenaufzug hat sich jetzt wesentlich länger entpuppt, als ich dachte. Aber das hasse ich auch wirklich, wenn die dann so elendig lang werden. Natürlich ist es ja ganz cool, bloß sobald die Fackel ausgeben, ist scheiße. Ja, ist ganz cool, aber wenn du dich halt mit den Vorräten, sag ich mal, so vertust, ne? Das ist dann immer... Ich bin hier in den Extreme Hills, könnte also passieren, dass ich mich hier mega lang nach oben graben muss, liebe Freunde. Ich werde das jetzt tun. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Ich sehe hier nur weiße Splitter durch die Gegend fliegen. Also verzeiht mir, ich hoffe einfach gerade nur, dass ich nicht ersaufe oder irgendwas passiert, weil wir sind Level 20, 22. Wir haben 1000 Rohstoffe dabei. Wäre echt uncool, wenn ich jetzt ersaufen würde. Kann, aber eigentlich kann das gar nicht passieren. Ich höre Schafe! Schafe! Leben! Licht, es ist Tag! Wow. Natur, du hast mich wieder! Wo zur Hölle bin ich hier? Die Gegend habe ich ja noch nie gesehen. Hä? Ich kann es dir nicht sagen. Das ist irgendwie ein Licht. Erstmal machen wir wieder einen Shader an. Option Shaders. Und da machen wir wieder den. Ach Quatsch, wer der Shader ist ja. Was mache ich denn für den Spaß? Ich muss das Ressource Pack ändern. Ich spiele mal ein 64er Pack, weil ich im Hintergrund auch gerade was mache. Sonst würde das wahrscheinlich lecken. Und damit meine ich nicht das nächste Eis ablecken, sondern das Spiel lecken. So, wo zur Hölle bin ich hier? 1000 Schafe? Hier sind 1000 Schafe. Was ist denn das für ein riesiges Hilfsgebiet gewesen? Ohne Mist. Ich war ja sowieso schon, bin ja sowieso schon die ganze Ecke gelaufen, aber anscheinend ist das so gigantisch, dieses Hilfsgebiet. Also diese langen Mountains. Das ist ja richtig krass hier, ey. Ohne Mist. Hier sind 1000 Höhleneingänge. Und noch viel mehr. Da ist ein Dschungel, da ist ein Eiswald. Hä? What the fuck, wo bin ich? Wo zur Hölle kommt dieser Wald her? Hä? Wo bin ich zum Kuckuck nochmal lang gelaufen? Das ist ja mal mega krass. Ich muss mich hier irgendwie, keine Ahnung, durch halb Ägypten gegraben haben, um hierher zu kommen. Au, das ging mega nach unten jetzt. Was natürlich sein kann, dass ich den River durchquert habe und dann einfach direkt im nächsten Biom war. Das ist natürlich auch möglich, dass hier zwei Extreme Hills Biome hintereinander sind. Geht alles. Ich hoffe nur, dass wir nach Hause... das wird mega dunkel gerade. Hahaha, schnell, schnell, schnell. Renn doch schneller. Das haben wir alles schon mal schneller gesehen hier. Okay. Ich erkenne aber auch Lichter. Ich sehe Lichter. Das ist meine Farm. Da ist die Mühle. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß es. Was? So. Dann gehe ich jetzt mal zu meinem Pferd. Das ja rein logisch hier stehen müsste. Neben dem bedrohlich wirkenden Enderman und dem Höhleneingang, den ich mir da gebaut habe. Gut, dass ich den aus Birkenholz gebaut habe. Den sieht man richtig gut in der Ferne.
Und dem Zombie. Hey, hallo Zombie. Jetzt sterben wir auch so ein Ding, da habe ich absolut Bock drauf. Welches Level bist du? 22. Naja, wenn man um Level stirbt, habe ich gehört, ist das nicht so gut. Hast du gehört? Ja, ich hab... Ah, ich weiß auch nicht mehr genau wo. Who tell you this legend? I don't knuff. Wir legen mal die Kohle weg. Nehmen das, springen aufs Pferd und dann geht's jetzt so. Lass mich in Ruhe. Auf zur Pferdefarm ganz schnell. Hoffentlich komme ich durch diesen River hier durch. Nein, komme ich nicht. Das war jetzt so ein typisches Hoffentlich komme ich... Nein, okay, passt nicht. Warum sollte es denn klappen? Oh, Creeper. Es ist ein super sexy Creeper. Pferdchen! Oh mein Gott. Pferdchen! Schneller Pferdchen! Ja! Oh mein Gott, was sind hier? What the? Wie viel? Boah, Alter! Was geht denn hier schief? Schnell ins Haus! Oh mein Gott! Hier sind gefühlte 30 Trillionen Quadrilliarden Monster gerade. Nicht übertrieben. Gute Nacht. Ich kann nicht schlafen. Okay, meine Lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt hier erstmal... Nein, wir sehen uns nicht beim nächsten Mal wieder. Nehme ich jetzt schon auf. Hör ich jetzt schon auf und aufnehmen? Steinkohle habe ich hier noch. Machen wir was anderes. Dann tun wir jetzt einfach mal... Ja, genau. Dann tun wir jetzt einfach mal hier Kohle platzieren. Und dann tun wir einfach mal die Kohle hier abernten. So. Warum nicht? Kohle abernten. Ja, das machen wir gern. Acht Stück, super, dann brenne ich jetzt einfach mal mit diesen 8 Kohle 64 Eisenerz. Dann nehmen wir uns die nächsten 8. Keine Ahnung, ob es 8 waren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. Dann brenne ich mir mit diesen 8 Kohle 64 Kohle. Warum ich das tue, keine Ahnung, weil mir so ist. Dann haben wir hier... Mal sortieren kurz. Okay. Dann würde ich gerne den ganzen Stein, den ich hier noch habe, brennen. Da brauchen wir natürlich wieder Kohle. So. Lol, was ist denn da auf unserer Haustür gerade? Hallo Zombie. Hallo. So, dann haben wir hier nochmal 17 Kohle, dann können wir hier nochmal einen Stapel brennen und dann können wir hier nochmal einen Stapel brennen. Und dann haben wir alle 4 Öfen ausgenutzt. Und packen den ganzen Klatterradatsch, den wir haben, jetzt einfach mal hier in die Kiste rein. So. Alles hier rein. Ohne Verluste, keine Rücksicht auf Verluste, meine ich. Die Leine brauchen wir noch. Pfeile bleiben bei uns. Möhren nehmen wir gleich nochmal mit. Hier haben wir noch Möhren. Gold haben wir gefunden. 64 Golderz haben wir auch gefunden. Warte, dann nehme ich mal hier die Kohle, die Steine raus. Dann machen wir lieber hier die Golderze rein. Dann können wir nämlich gleich das Gold verwenden. Dann gleich, super. So gefällt mir das. 30 Diamanterz, das heißt, wir haben mit dem, was wir haben, ungefähr einen Stack Diamanterz.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir mit einer Glückshacke aus einem ungefähr drei rauskriegen, kann es passieren, dass wir mit einer Glückshacke durch diesen Stapel durchmachen, drei ganze Stacks Diamanten haben. Ich bin zufrieden. Wow. Ich bin durchaus zufrieden. Ja, doch, das kann sich schon mal sehen lassen, denke ich. So, jetzt nehmen wir uns mal die 41 Möhren hier, die wir haben. Dann sind wir mal ein bisschen verschwenderisch und machen uns einfach mal hier mit dem ganzen Gold, das kann man ja sonst eh nicht zu irgendwas nehmen, 64 goldene Karotten. Damit kann man eine richtig harte Zucht anfangen und können da dann... Harte Zucht. Wenn ihr wisst, was er meint. Harte Zucht. Das, was du meinst, mache ich nur mit dir. Hart gezüchtigt werdet ihr. Der Wolke spricht aus eigener Erfahrung. Keine Angst, das geschieht ja alles in seinem freien Willen. Eigentlich nicht. Also, das erzähl mal keinen. So, jetzt habe ich 45 Goldmöhren. Kann ich jetzt eigentlich langsamer schlafen gehen? Ne, wahrscheinlich nicht ganz. Schlafen ist was für Anfänger. Ich kann aber noch nicht schlafen, das kann nicht sein. Das ist, weil ich in der Mauer, die ich gebaut... Ich habe ja angefangen mit dieser... Ich habe ja angefangen, die Mauer zu bauen, ne? Und, da habe ich vergessen, Licht drin zu machen in der Mauer. Dann schnetzle ich mich jetzt einmal durch die Mauer durch. Da kommen bestimmt noch ein paar XP zusammen. Oh, ist gar nichts. Okay. So, super. Und jetzt kann ich schlafen. Gute Nacht, alle miteinander. So. Und dann geht's los und wir fangen mal an. Die Pferde zu züchten. Das ist natürlich eine richtige Katastrophe jetzt hier wird. Weil hier schon ungefähr 3 Trilliarden Pferde sind. Wir nehmen die Möhren mit. Wir nehmen auch... Ich wollte gerade irgendwas anderes noch mitnehmen. Was war das bräuchte wieder? So. Ich wollte noch... Verlierst den Überblick. Ich wollte noch irgendwas mitnehmen gerade. Sette. Ach, die Sette wollte ich mitnehmen. Alles klar. Ich habe nur noch einen. Wo ist der andere? So, wir haben noch 4 Sättel, meine Freunde. Der leichten Nachtmusik. Dann lasse ich jetzt mal den... Achso. Okay, gut. Die müssen wir erst alle reiten. Na gut, dann komm mal her. Hab keine Ahnung, wen ich hier reite, weil hier 3000 Pferde sind. Irgendwas wird schon richtig sein. Das könnte eine Weile dauern, meine Freunde. Oh, den habe ich schon, siehst du? So, dann gib mal den mal einen Sattel und bring den mal raus, weil der stört mich jetzt so ein bisschen. So. Dann nehmen wir den da gleich. Wenn wir den eine Möhre geben, dann geht das einfacher mit dem. So, probieren wir das nochmal. War doch, glaube ich, wenn man eine Möhre gibt, dass der dann schon so eine so leicht lieb wird. Lieb mich! Das ist wie... Los! Das ist wie bei Timo. Wenn ich mit Timo einlogge, bei League of Legends, da kommt bei mir der erste Spruch so in den All-Chat rein. I'm cute! Love me! Das ist so geil, wie die Leute da drauf reagieren manchmal. Juhu, da habe ich das nächste Pferd. Okay. Auch von dem springen wir ab. So, warte mal, jetzt haben wir das. Warum sind die alle hier in dem Stall? Okay, zwei das muss ich... Kann ich dir auch nicht beantworten. Zwei muss ich noch tame.
Und ich habe noch genau 2 Sättel, das passt auf jeden Fall super. Jetzt nur noch der da. So, jetzt ist das übrigens hier ungefähr, du kannst es dir so vorstellen. Das sind, ich würde jetzt mal sagen, 20 mal 30 Quadratmeter Feld hier. Und auf diesem Terrain schlagen sich, glaube ich, so 10 bis 12 Pferde jetzt hier rum. Geil. Also ich meine, WMF würde sich freuen. Nee, WWF, nicht WMF. Quatsch, was laber ich denn? Also ich dachte, meinst schon WMF, so wegen Töpfen und Pfannen und... Nee. Du musst mal mit dem da... Dann halt mit dem. So, dann der mit der. Der mit hier und da. Und dann haben wir noch da drüben einen. Und dann haben wir hier noch einen und da noch einen. Ihr könnt übrigens gerne auch hier ein bisschen rumrennen. Leute, so, da, hier. Liebt euch! Los, liebt euch! Macht Liebe! Los! Vermehrt euch! Schneller! Der hat noch Liebesbedürfnisse, aber ansonsten hat keiner mehr welche. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch ungefähr mal 6, 7 Pferde gezüchtet. Einer ist sogar grau geworden. Super geil. Ich glaube, das ist sogar ein Esel. Ich glaube, ich habe einen Esel gezüchtet. Super geil. Es gibt ja auch Esel-Maultiere. So, jetzt habe ich hier ungefähr, glaube ich, 20 Pferde. Haben sich die neu eingeführt oder was? Nö, es gibt Pferde, Maultiere und Esel. Insgesamt soll es, glaube ich, bis zu 200 verschiedenen Pferderassen geben in Minecraft. Okay, also von Maultieren habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Ich habe ein echtes Problem gerade. Das ist die reinste Massentierhaltung hier. Das ist richtig hart. Also, das ist heftig. Ja gut, also wir werden wahrscheinlich... Weißt du, was noch heftig ist? Was denn? Dass mir gerade erstmal auffällt, dass ich hier das gesamte Spiel über, also nebenbei für die Zuschauer, ich spiele hier League of Legends, ich bin hier das gesamte Spiel nur mit dem Stiefelpaar rumgelaufen, aber nicht das weiterentwickelte, nur das Anfangsstiefelpaar. Ist mir gerade jetzt so aufgefallen mit Level 18. Und ja, ich wundere mich, warum ich so langsam hier über die Map eier, gell. Gut, das erklärt dann natürlich einiges. Alter, also ich muss mir übrigens auch mal die Schal... Das muss ich jetzt mal machen. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob der Wolke unsere Let's Play so schaut. Also öfters mal hat er gesagt, aber... Mal. Ich muss mir mal unsere Schaffarm anschauen. Ach Gott, was mache ich denn? Erstmal habe ich den Dingsmode drin. Und dann muss ich... Game Mode 1. Was? T/ Game Mode 1. Ah, guckt euch das, das ist so ein geiles Gefühl, diese rosa Schafe, lila Schafe, gelbe Schafe, blaue Schafe, grüne Schafe, rot, weiß, blau. Dann guckst du da rüber und gut, das sieht man jetzt nicht so. Warum hocken die Pferde alle in dem Bunker da drin? Egal. Und das wird dann halt die Mauer hier. Ich hocke in meinem Bunker mit einem Berlin. Was war das denn jetzt? Ja, das kennst aber... du es nicht? Nee. Ja, das ist von, weiß nicht, wer von den Zuschauern jetzt hier, Walter... Boah, der Erfinder von Werner auf jeden Fall, ne? Der Zeichner von dem. Und, der hat praktisch ein Lied geschrieben, wo so der Hitler in seinem Bunker hockt und singt die ganze Zeit: Ich hocke in meinem Bunker mit einem Berlin, ich habe blaue Kapseln genug Benzin, die Luftwaffe spotzt die Marine, das Heer, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, nö, nö. Und so geht das die ganze Zeit, das ist sehr unterhaltsam, ist aber auch schon ewig alt, also fragt mich nicht, von wann das ist. Okay. Für alle, die es jetzt falsch auffassen sollten, also ich bin nicht rechts oder so, das dient einfach nur zur Belustigung. Wolke ist einfach so, Wolke ist Kreis. Wenn du Wolke siehst, der rennt einfach permanent im Kreis einfach irgendwo rum. Das ist... Nee,
Also wie gesagt, das hat jetzt sollte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier um welche politischen Richtungen Ach Quatsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich politisch, ich bin ja auch unpolitisch, wenn ich mich politisch entscheiden würde, ganz einfach, ich wäre kronloyal. Also ich wäre für Monarchie als Staatsform aus dem einfachen Grund, aber mit dem heutigen Wissen könnte man in der Monarchie aus der Monarchie eine recht gute Staatsform machen, meiner Meinung nach. Ja, es hängt immer davon ab. Also wenn man das so sieht hier in Japan und so, ne? Ist immer so eine Sache. Ich bin Freund der Monarchie, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Japan, gut, irgendwelche kleinen Trottel gibt's immer, obwohl Japan dann wohl eher Diktatur ist. Das ist ja nicht Monarchie, das ist ja Diktatur. Ja, aber eine Monarchie würde ja wohl oder übel und man auch darauf hin. Ja, bei der Monarchie hast du ja trotzdem noch eine Gewaltenteilung. Das ist der Unterschied. Du hast zwar den König als oberstehendes Ding, aber du hast ja trotzdem noch in der Beraterschaft hast du eine Gewaltenteilung drin. Das ist der Unterschied zur Dings. Also das ist schon immer die Frage, wie sehr wird das eingehalten und so, ne? Ja, die größere Frage ist, glaube ich, eher, was hast du dann für einen Monarchen? Ist der wirklich fähig? Ja, also das kommt halt noch hinzu. Also das ist immer so. Deswegen sage ich mal, es ist dann halt, ja, auf der einen Seite hat es bestimmt viele Vorteile. Ich meine, es wird halt alles zentralisiert, bis es läuft dann nicht mehr über 50.000 Ämter und alles, was weiß ich. Ich will nicht an dich ran, ich will an die Kiste. So. Na gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen uns Gedanken. Was seid ihr denn? Was für eine Staatsform findet ihr denn am besten? Ihr habt ja vielleicht aus dem Civilization Let's Play auch einige Staatsformen mitbekommen. Vielleicht fandet ihr davon eine gut. Ansonsten, schreibt es mal in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.